Heute möchte ich mit dir über eines der vier hellen Talente sprechen, nämlich über das Talent hell hören und was du dafür tun kannst, dass dein hellhörender Kanal gut funktioniert. Dann schauen wir gemeinsam ins Tagesorakel und beten natürlich am Schluss wieder miteinander. Und all das kommt für dich nach dem Intro. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen am 12.01.2022. Schön, dass du einschaltest hier auf Engel TV und mit dabei bist, wenn wir über das Thema Hellhören sprechen. Vielleicht weißt du es schon, ich bin hellhörendes, hellsehendes, klarwissendes und hellfühlendes Medium. Das heißt, alle vier hellen Talente sind bei mir geöffnet. Das war ein großer Segen für mich, denn ich musste im Laufe meines Lebens meine Fähigkeiten nie unterdrücken, nie untergraben, weil ich immer wundervolle Menschen wie meine Großmutter und meine Tante und andere tolle Familienmitglieder hatten, die mir diese Fähigkeiten gefördert haben, anstatt sie zu unterdrücken. Du kannst das alles übrigens auch. Ja, du bist dazu in der Lage. Es gab und es gibt auch heute noch einige Hellseher, die meinen, sie wären etwas ganz Besonderes und nur ganz besondere auserwählte Menschen hätten die Gabe der Hellsicht, des Hellhörens und dergleichen. Das ist mitnichten so. Wir sind alle dazu in der Lage, denn die urliebe Lichtquelle hat jeden Einzelnen von uns gleichermaßen erschaffen und liebt uns alle auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, du bist in der Lage, die Engel zu sehen, sie zu hören, in die Zukunft zu schauen und alles, das was ich kann, kannst du auch. Du hast es wahrscheinlich nur vergessen. Es ist einfach eine Fähigkeit, es ist eine Gabe. Natürlich kann nicht jeder die Lebensaufgabe haben, mit dieser Gabe zu arbeiten. Wenn sie jeder hätte, dann hätten wir ein Chaos in der Welt, ne? Dann würde einiges fehlen. Meine Lebensaufgabe ist es, mit diesen Fähigkeiten zu arbeiten, zu unterrichten, Menschen zu beraten und es ist wunderbar. Dennoch hast du diese ganzen Gaben, wie gesagt, auch. Hellhören bedeutet tatsächlich, klar und deutlich die Stimmen der Engel zu hören. Hellhören kann sich auch im Alltag bemerkbar machen, dass du plötzlich Gespräche wahrnimmst, die genau dein Thema beinhalten. Und du hörst plötzlich ein Lied immer und immer wieder, sowohl im Radio als auch auf einmal, ohne dass überhaupt ein Lied gespielt wird. Mir geht es manchmal so, manchmal höre ich dann einen Liedtext immer wieder im Ohr und zwar wirklich so, als würde das Lied gerade aus deiner Box, aus deinem Radio, von einem CD-Player, MP3 oder wie auch immer kommen. Ne? Also man hört es wirklich deutlich vor sich. So, und das ist dann einfach ein Zeichen, dass die Engel dir über dieses Lied etwas mitteilen möchten. Die Stimmen der Engel sind sehr zart, sehr sanft, sehr leise. Deswegen sind sie manchmal für uns nicht so gut hörbar. Wenn du das üben möchtest, das Hellhören erlernen möchtest, ist zwar Erzengel Zadkiel grundsätzlich für diesen Kanal zuständig, aber ist Erzengel Michael trotzdem bestens geeignet. Denn er ist der lauteste unter den Erzengeln. Das heißt, mit ihm kannst du diesen Kanal am besten trainieren und kannst am besten üben, wie es ist, hell hören zu lernen. Es ist großartig. Ich kann euch sagen, es ist ein großes Geschenk, wenn wir das können. Ich werde dir auf jeden Fall, damit du in die Übung kommst, damit du den Mut hast, die Ängste überwindest, alles überwindest, was dich vielleicht von diesen Kanälen noch abhält, werde ich dir oben zwei ganz, 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 ganz wichtige Artikel verlinken, die beide natürlich wie immer kostenfrei für dich sind. Einmal mein Artikel zum Thema Hellhören und dann den Artikel von Erzengel Michael. Beide Artikel sehr wichtig. Erzengel Michael momentan dieses Jahr sowieso besonders wichtig. Solltest du sowieso jeden Tag mal auf den Artikel gehen und auch das Ritual machen, Gebete machen, Affirmationen machen, denn Michael ist ja auch unser Begleiter für das Jahr 2022. Ne? Das ist, denke ich, für uns alle sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit ihm verbinden. Und du wirst lernen, ihn zu hören. Du kannst das, wie gesagt, du hast die Fähigkeiten in dir. Und ich unterrichte das ja auch seit Jahren und ich habe noch nie Menschen erlebt, die das gar nicht können. Ne? Also das kann ich euch sagen in den Seminaren. Ich habe noch nie Menschen erlebt, die diese Talente nicht in sich drin hätten. Und das ist eine wunderbare Wahrheit und das ist einfach das Wissen, was wir haben. Und auch du kannst das, du bist dazu definitiv in der Lage und solltest auch dieses Talent für dich leben und umsetzen. Ganz, ganz wichtig. So, und jetzt wirst du natürlich gleich oben auf den Link klicken oder unten im Beschreibungstext, aber erst guckst du das Video noch zu Ende. Kommen wir gleich zum Tagesorakel. Doch vor dem Tagesorakel, bevor wir da durchgehen, noch ein paar wichtige Hinweise. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte einen, also Engel TV, den Engeln und mir, einen dicken, fetten Daumen nach oben.
Das ist wichtig für den YouTube-Algorithmus, damit wir mit der Liebe der Engel noch mehr Menschen erreichen können. Abonniere den Kanal und aktiviere die Abo-Glocke, damit du immer informiert bist, wann neue Themen auf dich zukommen. Welche Themen wir haben, was für tolle neue Videos wir haben, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du die Gebete am Ende des Videos unterstützen möchtest, so schreibe, so ist es, 777 in die Kommentare und unterstütze die Kraft der Engel, die urliebe Lichtquelle durch deine Energie. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir endlich zum Tagesorakel. Wie immer, die Lenormand-Karten der goldenen Zeit. Und ich bin immer sehr gespannt und neugierig, was die urliebe Lichtquelle und die Engel uns für den Tag so mitteilen möchten. Denn das ist ja immer wieder ein spannendes und großartiges Thema, nicht wahr? Wir haben heute die Schlange, wir haben den Hund und wir haben die Lilien. Also es kann sein, dass du heute so das Gefühl hast, ein wenig zu straucheln. Vielleicht hast du den Eindruck, Schlangenlinien zu gehen und nicht direkt auf den geraden Weg zu kommen. Alles, was du heute anpackst, würde auf diesen Weg führen. Du würdest drumherum gehen, du würdest herumirren, hättest Irrwege, hättest Umwege und kämst doch nicht wirklich zum Ziel. Tu es dem Hund gleich. Der Hund, wenn du dir Hunde so anschaust, Hunde schlafen sehr viel den ganzen Tag, ruhen sich also sehr viel aus, achten auf ihr Energiefeld und gucken, dass sie sich selber immer Gutes tun, ne, in dem Moment. Und du solltest es diesen wunderbaren Wesen, diesen Hunden heute ein bisschen gleich tun. Dich ausruhen, dich wirklich so ein bisschen dich wirklich runterfahren, ist heute sehr, sehr wichtig, um dann mit neuen Tatendrang, ne, also die Linien, die so ein bisschen für die Aggressivität stehen, aber hier auch für den Tatendrang, dann nach vorne zu gehen. Super Konstellation grundsätzlich, wenn du darauf hörst. Wenn du natürlich weiter herumirren möchtest, kannst du das auch tun. Nur wirst du merken, du kommst nicht zum Ziel. Du wirst deine Ziele nicht erreichen, wenn du so weitermachst. Dann musst du heute in die Veränderung gehen. Gucken wir die Kraft der Engel-Orakel als nächstes. Wir wollen auch da schauen, was die Engel uns für zusätzliche Impulse liefern. Natürlich Erzengel Jophiel. Räume dein Leben auf, sagt diese Karte, die weibliche Hauptperson und Erzengel Michael. Also, in dir zu ruhen, in dir anzukommen und dann in den nächsten Tag in die Aktivität zu gehen, was ist aufzuräumen, ist ein sehr guter Impuls. Die Karten weisen hier eigentlich darauf hin, die Ängste vor Veränderung, vor Transformation ein bisschen aufzulösen. Zu sagen, ich schaue mir jetzt einfach mal an, was sollte ich in meinem Leben ausmisten, also oder sagen wir mal, wen oder was oder wen und was sollte ich vielleicht in meinem Leben ausmisten, hinter mir lassen, um wieder positiv und mit neuer Kraft und Energie nach vorne gehen zu können, um auch ganz in meiner ganzen Kraft anzukommen und das göttlich-weibliche in mir wieder anzunehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger und wertvoller Impuls des heutigen Tagesorakels. Als nächstes holen wir uns den Impuls für die Indigos und natürlich gilt der auch für alle Menschen, aber speziell eben für die Menschen, die als Indigo-Kinder in die Welt gekommen sind, ist das Indigo-Orakel immer wieder besonders wertvoll, muss man so sagen. Wir haben, du bist nicht allein, guck mal, das ist so schön, eine so wunderbare Zusicherung der urliebe Lichtquelle und der Engel. Wir sind nicht allein, wir waren niemals allein, sondern wir sind stets begleitet von wundervollen himmlischen Helfern, die uns an die Hand nehmen und uns wieder auf den rechten Weg führen, wenn wir einfach ihrer Führung vertrauen und die Wege so gehen, wie sie uns anraten. Ach, wie schön, ich kriege eine Gänsehaut. Es ist so schön, diese Karte, diese Zusicherung einfach wieder zu haben. Ne? Dann schauen wir als nächstes, und jetzt hätte ich beinahe nach das Edelstein-Orakel gegriffen, aber das kommt ja zum Schluss. Jetzt kommen nämlich erstmal noch die Kinder dran, mit dem Engel-Orakel für Kinder. Auch diese wunderschönen Karten, übrigens auch, sind auch immer ein tolles Geschenk für Kinder. Ne? Also das Engel-Orakel für Kinder von Diana Cooper. Erschienen, glaube ich, im Ansaten Verlag. Also einfach da mal schauen. Güte habe ich gezogen. Guck mal, da siehst du ein Kind, das seine Großmama gerade küsst. Du solltest dir heute mal überlegen, zu wem kannst du heute besonders gut sein? Wem kannst du was Gutes tun?
Wem kannst du eine Freude machen? Denn wenn immer du das machst, wenn du jemand eine Freude machst, dann tanzen deine Engel und freuen sich mit dir und mit der Person. Denn es gibt nichts Schöneres, als dir deinen Nächsten, deine Mutter, deinen Papa, deine Oma, deinen Opa einfach zu lieben und was Gutes zu tun. Es kann eine Umarmung sein, es kann ein Bild sein, das du malst oder ein anderes Geschenk. Und benutze einfach die Worte: Ich bin gerne gut zu anderen. Eine schöne Botschaft für die Kinder an dieser Stelle. Jetzt holen wir uns natürlich noch den Edelstein Impuls, das Edelstein Orakel. Gucken, was uns da heute erwartet. Das ist immer sehr, sehr spannend. Der Rosenquarz. Der Rosenquarz möchte unser Herz wieder für die Liebe öffnen. Er kann tiefe emotionale Wunden heilen und uns wieder ganz arg öffnen für die Liebe. Er filtert auch negative Strahlung, negative Emotionen und dergleichen ab. Er befreit uns davon und ich werde dir unten auf jeden Fall ganz wertvollen Rosenquarz verlinken, der mit der Energie der Engel energetisiert zu dir nach Hause kommt. Also von mir energetisiert, jede einzelne Bestellung, die über meine Links geht, wird immer energetisiert und kommt dann entsprechend zu dir. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome, die Wichtel und alle Wesen voll Liebe und Licht jetzt an unsere Seite und bitte sie, mit uns gemeinsam zu beten. Ich verbinde nun mein Herz in Liebe mit dir und lade dich ein, dein Herz in Liebe mit meinem zu verbinden, denn wir sind alle eins jetzt im Gebet. Geliebte urliebe Lichtquelle, danke, dass du uns hilfst, nicht länger zu straucheln, nicht länger Schlangenlinien zu fahren, die uns doch nicht zum Ziel führen werden. Danke, dass du uns unterstützt darin, dass du uns die Kraft gibst und den Mut auch gibst, mal faul zu sein, einfach mal zu liegen, uns zu entspannen, zu meditieren und auszuruhen, um anschließend noch produktiver nach vorne zu gehen. Danke, dass du den Kindern die Energie der Güte bringst, die ihnen zeigt, wie wertvoll und wie wundervoll es ist, einfach anderen etwas Gutes zu tun. Danke, dass du uns allen, ob Erwachsenen, ob Kindern, ob Indigos oder wem auch immer, heute die Zusicherung nochmal gegeben hast und diese Bestätigung gegeben hast, dass wir niemals allein sind. Danke und so ist es. Erzengel Michael sagt, schütze dich. Also verbinde dich an jedem Tag mit diesem wertvollen Engel. Auch da nochmal der Hinweis, auch der letzten Tage, dass du dich mit Erzengel Michael in meinem Blog, da ist das Ritual, da ist alles drin, was du tun kannst, um dich zu schützen, um dich mit diesem Engel zu verbinden. Und das solltest du jeden Tag tun. Lass uns dafür beten. Geliebte urliebe Lichtquelle, lieber Erzengel Michael, ich bitte euch, mich, meine Angehörigen, mein Auto, mein Zuhause mit Michaels wertvollem Schutzschild zu beschützen. Hüllt uns in purpurnes Licht, das nur Liebe durchlässt ein. Bitte weicht Tag und Nacht nicht von meiner Seite und sorgt dafür, dass meine Angehörigen und ich in Sicherheit sind. Und meine Tiere natürlich auch. So ist es. Erzengel Raphael schickt dir die Karte der Massage. Das zeigt, du solltest dir einfach heute mal was Gutes gönnen. Gönn dir eine Massage, tu dir was Gutes, gönn dir eine Energiebehandlung oder was auch immer dein Gefühl sagt, welche Art der alternativen therapeutischen Methoden für dich richtig ist. Vielleicht auch meine Fernheilungen, auch die sind sehr, sehr wertvoll für dich. Kannst du dir genauso gönnen im Moment gerade noch in der Aktion, also unbedingt darauf achten. Geliebte Urquelle, lieber Erzengel Raphael, bitte hilf mir zu wissen, dass ich es verdiene, Massagen und andere wundervolle Behandlungsmethoden zu genießen. Danke und so ist es. Die urliebe Lichtquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie tief in dein Körper, Geist und Seelensystem hineinfließen, berühre dich in jeder Zelle deines Körpers, tief in deiner Seele, führe und beschütze dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht und bis morgen, Udo Wolfmann. Tschüss.